Zwischen den oftmals sehr ausgeprägten Bullenmärkten gibt es auch die Bärenmärkte. Hast du persönlich Angst vor einem Crash? Nein. Mit einem Wort nein. Warum? Weil Bärenmärkte sind genau das, worauf sich ein Investor freut. Dass er sagt, wenn die Masse der Menschen billig ihre Aktien auf den Markt schmeißt, muss es ja einen geben, der sie kauft. Und wenn ich heute für $500 fünf Apple-Aktien bekomme und vor einem Jahr hätte ich nur vier Aktien für $500 bekommen, dann muss ich einfach sagen, mit vier Aktien kriege ich die Dividende X und mit fünf Aktien kriege ich einfach mal 25% mehr Dividende mit dem gleichen Investment. Das heißt, der Bärenmarkt ist etwas, was zwingend notwendig ist, wo der Investor shoppen geht. Die größten Investments hat Warren Buffett im Jahre 2008 im Herbst gemacht. Er hat innerhalb von 30 Tagen nach der Lehman-Pleite 28 Milliarden Dollar investiert. In einer Zeit, wo alle gedacht haben, die Welt bricht zusammen, aber es ist halt so, auch trotz Finanzkrise, es wurde nicht eine Coca-Cola weniger getrunken, es wurde nicht ein T-Shirt weniger verkauft und es wurde nicht ein Brötchen weniger gegessen, egal ob die Börse hoch oder niedrig steht. Es gibt bestimmte Dinge, die funktionieren einfach immer und daran muss ich mich halt dann beteiligen. Und wenn ich fürs gleiche Geld mehr bekommen kann als bei hohen Aktienkursen, dann sage ich, hoffentlich kommt bald der nächste Crash, damit ich richtig günstig shoppen kann. Aktien im Sonderangebot, das ist Crash.